Wir gucken mal, dass wir jetzt zur Raffinerie kommen. Sollte nicht so schwer sein, ne? Wenn man denn die richtige Richtung wählt. Die Frage ist jetzt auch gerade... Oh, die ist schon wieder tot. Ist sie jetzt nicht ausgewählt? Bin unterwegs. Okay. Ich wollte schon sagen, fährt sie mir jetzt die ganze Zeit mit dem Auto hinterher oder was? Level. Gehen wir an die Arbeit. Eigentlich Level zu hoch. Ich hätte auch fahren können, aber ich habe so ein bisschen Angst. Nee, der tut mir wieder nicht gut. Da ist auch so einer. Boah, ich sehe die halt immer nicht, ne? Wow! Oh mein Gott! Was? Was zur Hölle? Was war das denn? Emir-Baschur. Kann man ja mal übersehen, die Kleinen. Ja, XD. Der ist... Komm, der war auf einmal da. Ich hab den nicht gesehen. Also ich hab den wirklich nicht gesehen. Meine Fresse. So. So, wo können wir denn als nächstes noch hin? Da oben müssen wir hin. Das heißt, da haben wir... Dann gehen wir mal da hin. Also wenn mir in einem Teil irgendwie eins fehlt, dann... Lass ich das einfach, ne? Ich habe jetzt keine große Lust, irgendwie ewig zu suchen. Nur für so eine Feder oder so. Das finde ich doof.
Ja, deswegen sammle ich es. Den lass mal laufen, den kriege ich nicht. Nintendo hat ja gute Angebote bis morgen, wirklich. Aber wahrscheinlich nur online, ne? Übermorgen sogar fehlt nur noch die... Ja gut, die Switch habe ich ja hier. WB Luzi, ich hoffe, es hat geschmeckt. Was gab es denn Gutes? Hauptsache... Klo. Ja, der hat vorhin kurz geschrieben. Emir-Baschur. King Knicklicht war zumindest eben da. Ja. Also er hat kurz was geschrieben. Was haben wir denn hier? Überlebenden-Tagebuch. Alle meinten, wir hätten einen Knall, dass wir uns ein komplett neues Haus bauen. Aber ich bereue das ganz bestimmt nicht. Die Kollapsjahre sind vorbei. Wir haben Essen und Zeit, wirklich wieder etwas aufzubauen. Ich sehe das so. Wenn du kein Zuhause hast, hast du auch kein richtiges Leben. King Knicklicht ist anwesend. Sehr schön. Puma. Oh. Oh. Okay, dann gehen wir mal einmal dahin und dann machen wir die Raffinerie. Und danach wäre ich auch theoretisch bereit. Die Frage ist halt, wollt ihr lieber Payday spielen? Wenn ihr lieber Bock auf Payday habt, dann wäre... Oh Gott. Geh doch weg. Aua. Aua. Dann wäre ich eher hier. Wenn ihr Bock auf Raft habt, dann wäre ich dabei. Was steht denn sonst so aus? Weil Raft... Halo habe ich nicht installiert. Ich habe nur Raft oder Phasmophobia sonst installiert. Oh Gott. Au! Ja, ich bin auch schon dabei. Hoffe ich zumindest. Also gegen Phasmo habe ich nie was. Wenn du keine Lust auf Payday hast, aber wir können auch von mir aus sehr gerne mal Raft ausprobieren. Also mir ist das im Endeffekt insofern egal. Wenn ihr sagt, nö, wir haben voll Bock auf Payday,
feel free. Ich habe auch viel Spaß hier mit Dingens und wir können ja dann morgen Raft spielen. Wenn ihr sagt, jo, Raft oder Phasmo, dann wäre ich dabei. Das ist doch... Wow. Kommt ihr denn hier? Raft ist schon gut. Ich schließe mich der Mehrheit an. Halli, hallo, hallöle. Ich habe keine Ahnung, der stand da auf einmal. Ich habe den nicht mitbekommen. Genau, lassen wir einfach Basti entscheiden. Und egal, was er entscheidet, ich bin nicht böse. Haha. Ach, komm schon. Ist mir total Wumpe. Ich hatte diese Woche schon meinen Payday fix mit Hami. Ansonsten lass mal Raft spielen, wenn ihr euch da jetzt nicht auskeksen könnt. Denn gebt mir nur eben noch die Zeit für das eine hier und dann. Aber dann das. Bist du ganz raus bei Payday oder wie kann man das verstehen, Edgnikla? Nee, ganz raus würde ich das jetzt nicht nennen, aber heute habe ich nicht so wirklich Lust auf Payday. Also... Ich werde auf jeden Fall nochmal Payday spielen, aber nicht heute. Heute bin ich raus bei Payday. Ja, das ist richtig. Ich muss woanders hin. Ja, dann geh doch. Oh mein Gott, wirklich? Ich muss ehrlich sagen, ich finde Payday zwar geil, aber ich fühle mich bei dem Spiel irgendwie unnötig, wenn ich mit Basti spiele, beziehungsweise als ob ich ihn aufhalte. Ich werde hier fertig gemacht. Ah, du hast noch nicht mal einen Schuss abbekommen. Tu mal nicht so. Hab was abbekommen. Ach komm. Heul nicht rum. Wow, wieso ist der hier oben? Ein Puma! Oh mein Gott. Puma-Saison. Hami unterstrich Koffein. Weil es nicht greenhell ist und die Katzen da vermutlich klettern können, Smiley mit rausgestreckter Zunge. Das könnte sein. Das könnte natürlich sein. Ändert sich im Stealth, da braucht man immer ein paar Hände, die Leichen durch die Gegend zerren. Toll. Müllentsorgung oder was? Nee, also wie schon gesagt, ich wäre auf jeden Fall auch wieder bei Payday dabei, aber nicht heute. Nicht heute.
Tada! Hami unterstrich Koffein. Das Leichenzerren kann ich gut lächeln, das meine ich. Das wollte ich haben. Also wird es Raft. Ja, ich denke schon. Hami unterstrich Koffein. Das war ein bisschen gemein, finde ich, lächelnde Smiley. Was? Du meinst das, was ich gesagt habe mit der Müllentsorgung? Entschuldigung. Hami unterstrich Koffein. Oder, achso. Du hast ihn in den Kopf geschossen, Smiley. Ich sollte gucken, wo ich hinlaufe. Oh, in diesem Spiel will mich einfach alles töten. Ja, dann hilf du mir doch auch mal, es zu töten. Es hatte einen Sack im Maul. Den wollte ich haben. Und das mit dem in den Sack schießen ist halt, ich würde sagen, effektiv. Nichts weiter. Absolut nichts weiter. Hami unterstrich Koffein. The fuck? Darfur. In meiner linde Kugel ist keine Füllung. Was eine bodenlose, schändliche Frechheit. Oh mein Gott, da ist keine Füllung drin? Direkt eine Mail hinschreiben. Mach ich immer so. Mehr unterstrich Baschur. Lol. Nicht gar nichts. Aua. Oh, roter Frot sehe ich nicht, ne? Ach so. Oh. Ja, supi. Okay, komm. Scheiß was drauf. Ich habe gerade gedacht, das ist hier wie die Alarmanlage von Dings hier. Ist der von Ghostbusters? Gut. Bitte, ich brauche Hilfe! Nicht sterben! Oh Gott.
Okay, warte. Helfer heraus. Zack. So, komm mal her hier. Ich komm sofort rüber. Mach das. Ja, oder so. Uff. Es war kein richtiger Marmorkuchen. Warum? First try. Jetzt mit Eden zusammenzuarbeiten ist keine leichte Sache. So, dann plündere ich ganz kurz. Könnte was dabei haben, was wir brauchen. Gehen wir mal hier hoch. Unsere Leute wurden aus dem Holzfällerlager vertrieben. Die Highwaymen haben sich da jetzt breit gemacht und hocken auf einem riesigen Ethanolvorrat. Du weißt, was zu tun ist. Eher mit Schokostücken. Ja, ist ja nicht schlimm. So, was können wir denn hier basteln? Die haben wir. Ich tausche das mal aus.